offen für alle machen, also für jedes Alter, dann auch vom Einsteiger bis hin zum Turnierspieler. Gruppenkurse, Einzelkurse vor Ort oder online. Und da muss man natürlich dann sehr flexibel sein. Und ich erwarte das auch von meinen Trainern, die mit mir zusammenarbeiten, dass sie so eine gewisse Flexibilität mitbringen. Ja, okay. Und natürlich, wenn man eine Schachschule gründet, gibt es viel zu tun. Ich suchte zuerst mal einen Raum, habe den eingerichtet, habe Material eingekauft, Website aufgebaut und dann ist der erste Schritt natürlich mal ein bisschen einen Bekanntheitsgrad zu erreichen. Da hat es mir sehr geholfen, dass ich als Schweizer Junioren Coach dann begonnen habe und direkt natürlich Kontakt hatte mit vielen jungen Schachspielern. Die haben mich dann mit der Zeit auch eben nach Privattrainings gefragt. Und so hat sich das entwickelt. Und so etwa nach 2 Jahren hatte ich das Gefühl, jetzt kann ich nicht mehr annehmen. Es war alles randvoll. Ich war praktisch jeden Tag beschäftigt, auch am Wochenende. Es hat eigentlich für mich wirklich gut geklappt. Und ich hatte gewisse Helfer, Mitarbeiter, auch für die Ferienkurse, weil das ist ja auch in gewisser Weise ein Problem. Wenn man als Schachtrainer arbeitet, gibt es dann ja diese Schulferien. Und wenn man Kurse quasi in der Schulzeit plant und dann kommen die Ferien, ja, was macht man dann in den Ferien? Und das ist etwas, was auch sich sehr gelohnt hat, Ferienkurse durchzuführen für Kinder. Und ich habe das auch möglichst flexibel gemacht. Man kann bei mir einen halben Tag kommen von 9 bis 12 oder den ganzen Tag von 9 bis 16 Uhr. Und wir bieten praktisch in allen Ferien Kurse an. Und dass ich die nicht alle machen kann, ist auch logisch. Deshalb bin ich froh, wenn ich da andere Trainer dabei habe. Sehr gut ist es auch, wenn man mindestens zu zweit ist. Und wir haben so von der Größe her meistens so zwischen 8 bis vielleicht 14 Kinder hier in der Schachschule pro Woche. Ja, gut.